habe ich das Kartendeck Die Göttin lebt in dir von der Sonja Ziemann gezogen, ja, selbst gezogen. Und die Sonja hat ganz, ganz tolle Karten gemacht, hier mit der Rückseite, die verschiedenen Göttinnen. Und sie möchte gerne, hier wäre zum Beispiel eine Karte, die Göttin Anna Rosa. Ihr seht, da unten sind Noten. Ich schließe Frieden mit dir, ich schließe Frieden mit mir. Und ihre Idee ist, dass du diese Texte, diese Sätze auf dem Kartendeck so als Mantra vor dich hin singst. Also sie sagt, Weiblichkeit ist ganz tief verbunden mit dem Singen, was ich nur bestätigen kann. Und lädt dich ein, diese Mantren zu singen. Sie sagt, es sind Mantren. Hier zum Beispiel, ich liebe mich, mich liebe ich, als ein Mantra, das du vor dich hin singen kannst. Oder die nächste Göttin, ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Jetzt schauen wir mal, was die Karte heute sagt, was heute gezogen werden möchte. Dazu mische ich die hier mal so ein bisschen durcheinander, weil ich ja jetzt welche gezogen habe. Es gibt natürlich ein Büchlein dazu, das ist ziemlich klein, das finde ich aber gar nicht schlimm. Schau bitte, da steht nicht viel. Aber es geht ja auch nicht darum, mit der Karte irgendwie jetzt zu arbeiten, im Sinne von, du machst eine Meditation oder eine Übung, sondern es geht darum, dass du dieses Mantra singst. Das ist in Bezug auf die Karte dieses ganz Besondere und Heilige. Und jetzt schauen wir mal, welches Mantra heute sein will. Schau mal, wow. Ich bin so wunder, wunder, wundervoll. Das stelle ich dir jetzt hier mal her. Und schau mal, das ist die Göttin Sarasu. Sarah Su, müsste ich ja eigentlich leicht finden, jedenfalls wegen dem Su. Und es ist hier alphabetisch geordnet, ich muss nur trotzdem ein bisschen hin und her blättern, so ist es halt. Sarah Su, was sagt sie? Die Welt ist voller Wunder, du bist voller Wunder. Das heißt, du bist wundervoll. Lass dir von Göttin Sarah Su die Wunder zeigen, die für dich geschehen und singe, ich bin wunder, wunder, wundervoll. Du wirst staunen und lernen. Wunder geschehen immer und überall. Lass dich inspirieren, probier das mal aus für dich heute. Sing das einfach mal so ein bisschen vor dich hin und schau, was mit dir passiert. Selbstverständlich bitte unbedingt, auch wenn du ein Mann bist. Ich danke euch für eure Zeit.